Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Plugin Review Tutorial. Und zwar heute mit dem Plugin Maintenance Mode. Was macht dieses Plugin? Es fügt eurem Server, wie ihr schon der Name sagt, ein Maintenance Mode hinzu. Das Plugin ist für die 1.7, 1.8 und 1.9 verfügbar und ihr könnt damit sowohl normale als auch Bungee Cord Netzwerke in den Maintenance Mode schalten. Das sieht man hier in den Bildern sehr schön. Maintenance Mode, sehen wir Maintenance, man kann nicht joinen. Und hier das gleiche nochmal. Hier haben wir schon eine Nachricht des Servers im Maintenance Mode. Sorry for any inconvenience. Configuration, hier haben Features nochmal. Ja, Kick Message, Maintenance, MOTD, Whitelist. Damit könnt ihr einstellen, welche Spieler noch trotzdem weiter arbeiten dürfen. Und wenn der Maintenance Mode aktiviert ist, dann werden halt alle runtergeschmissen. Ja, Commands haben wir nur mit slash Maintenance. Und hier haben wir maintenance.toggle, das heißt, damit man dieses Kommando nutzen darf, und maintenance.bypass, damit man von diesem Maintenance-Mode nicht betroffen ist. So, ihr ladet euch das Plugin herunter und zieht es auf euren Desktop. So, zieht es auf euren Desktop, habe ich hier gemacht. Hier habt ihr einen Test-Server und packt es in euren Plugins-Folder. Ich starte das jetzt aber mit der 1.9. Da warten wir kurz, bis das geladen ist. Und wird auch ein wahrscheinlich relativ schnelles Plugin. Review. So, und jetzt sind wir auch schon im Enabling Maintenance Mode, Version Beta 1.1. Jetzt können wir das wieder stoppen, die ganze Geschichte. Hier Maintenance Mode, Config. Und was haben wir? Kick, the server's Maintenance Mode, sorry for any inconvenience. Maintenance Mode ist dann die MOTD. Ich mache das jetzt mal grün und fett. Hier mache ich das dann Gold dahinter. Und 6 und fett, so. Und hier haben wir, wenn das gestartet wird, das Kommando, kriegen wir die Nachricht. Haben wir einen Countdown, also mit der Time Variable, hier haben wir einen Countdown von 15 Sekunden. Und das wird dann auch announced. Also immer diese Nachricht wird immer bei diesen Sekundenzahlen ausgesendet. Das heißt immer bei 15, bei 5, 4, 3, 2, 1. Und hier haben wir eine Whitelist, Elite TGM ist als Beispiel, das ist der Entwickler. Und darunter können wir dann, zum Beispiel könnte ich meinen Namen eintragen, wie 222, dann würde ich auch nicht runterfliegen, aber ich will ja runterfliegen, um euch das zu zeigen. So, dann machen wir das zu. Starten den Server einmal und dann sehen wir gleich, ich werde ganz normal rauf joinen können und dann kicken wir uns einmal selber runter. Dafür muss ich mich dann deopen, weil ich sonst die Permission habe und drauf bleiben kann. Jetzt sehen wir schon alles normal, alles wie beim alten. Gehen wir in die Konsole und geben slash ohne slash main maintenance ein. Welcome to maintenance mode bei EDM. Genau, jetzt sehen wir schon die Kommandohilfe slash mm help können wir machen. Und hier haben wir jetzt alle Kommando slash maintenance enable, disable, cancel. Also wenn wir das gestartet haben, dann können wir es auch wieder canceln. Die Liste add, remove, reload oder help. So, ich mache jetzt slash slash enable. Server entering in maintenance mode. Hier sehen wir es doch schon. In 15 Sekunden. Ich DOP mich einmal. Wenn das jetzt nicht sogar geblockt wird, wie es hier dann schon hat. Mal gucken. So, und ich bin noch drauf, weil ich noch OP hatte zu dem Zeitpunkt. So, ich kann jetzt aber mal disconnecten. Jetzt sehen wir hier Maintenance Mode, 0 von 0. Auf einmal sind die Slots auch weg, so wie wir es geschrieben hatten. Wenn ich jetzt raufgehen möchte, kann ich das auch noch. So, mal gucken. DOP, DOP, jetzt dürften wir nicht mehr rauf können. Genau, the server is in Maintenance Mode, sorry for any inconvenience. Und ja, mehr macht das Plugin auch schon nicht. Ist praktisch, hat viele Funktionen. Könnt ihr mit Spieler kicken, ihr könnt sie aber auch whitelisten, wenn man per kümmern und trotzdem weiterarbeiten und andere erhalten diese Nachricht. Und ja, das war's auch schon zu dem Plugin. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert mich, wenn ihr wollt, damit ihr immer auf dem aktuellen Stand bleibt.
Und ja, hilft mir immer, freut mich vor allen Dingen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Plugin Review/Tutorial. Haut rein, Leute, bis dahin. Ciao.